Hallo Freunde, herzlich willkommen mal wieder bei Chris Hilton Potente Gesundheitsküche. Schön, dass ihr da seid im neuen Jahr. Einen guten Rutsch habe ich euch ja schon gewünscht und jetzt wünsche ich euch ein gutes neues Jahr 2015. Ich hoffe, dass alles, was ihr euch vorstellt, in Erfüllung geht und dass alles so läuft, wie wir uns das alle wünschen. So, jetzt muss ich aber mal die Hosen runterlassen, ein bisschen nur. Und zwar wisst ihr ja in meinem Kanal, wenn ihr unten die Videos anschaut oder hier rüber in die Leiste guckt, dass da nirgendwo Werbung ist. Auch auf meiner Webseite ist keine Werbung. Alles, was die potente Gesundheitsküche angeht, mache ich ohne Werbung. Das heißt, ihr müsst euch hier keine Videos anschauen von irgendwelchen anderen Sachen, bis ihr dann an das Kochvideo kommt. Gegen das muss ich heute ein bisschen verstoßen. Und zwar geht es also darum, manche von euch werden wissen, warum denn das potente Gesundheitsküche heißt und andere werden es nicht wissen und da lasse ich jetzt die Hosen eben runter. Ich mache seit 10 Jahren Pornografie, seit 3 Jahren produziere ich und das ist der Grund, warum dieser Kanal potente Gesundheitsküche heißt. Ja, ich bin ein Pornodarsteller und ich habe ein Buch über die 10 Jahre meines Lebens in der Pornografie geschrieben und das Buch ist jetzt fertig. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch mal die Webseiten hier anschaut. Ich blende euch da jetzt was rein. Und jetzt habe ich bei einer Crowdfunding-Webseite, und zwar heißt die Startex, habe ich das also gestartet. Und wer will, schaut sich's an. Und die, die es nicht wollen, und jetzt, das ist der Punkt. Ich hoffe, dass ihr mir das jetzt nicht übel nehmt, dass ihr die ganzen Jahre da jetzt einen Pornodarsteller zugeschaut habt und sagt, Phil, wenn ich wusste, was du für Sau bist, wäre ja nicht der Zugang. Hier geht es ums Kochen, das andere ist was anderes und wer es gut findet, der findet es gut und wer nicht, wie nicht. Also wie überall im Leben, was man will, kann man nehmen, was man nicht will, da kann man auch mal weiter zappen. Ich hoffe doch, aber trotzdem, dass ihr mir treu bleibt. So, das war's also von meiner Seite. Und ja, was soll ich sagen, wie hätte ich das Video normalerweise angefangen? Normalerweise hätte ich gesagt, wir haben 2015. Ich habe auch ein bisschen Speck angelegt, Weihnachtsspeck haben wir alle. Wenn du in den Fernsehen reinschaust, ne, dann siehst du ja diese ganzen Werbespitze, I make you sexy, dort am Arsch und so weiter. Oder die Ursula Carven, habt ihr gesehen jetzt? Wenn ihr schlank sein wollt, dann kommt auf meinen Kanal. Ich kann grenzdebil, möchte ich fast sagen. Aber egal, ihr seht es ja im Fernsehen, dass da jede Menge Leute jetzt versuchen, euch den Scheiß zu verkaufen, den ihr gar nicht braucht. Wir brauchen eine gute Ernährung, was Leichtes, ein bisschen Zucker, ein bisschen Salz rausschwimmen und so weiter. Und deswegen machen wir heute Backofenpilze à la Hilton. Ich habe die irgendwo mal gesehen, habe sie nachgemacht, dann waren sie noch nicht ganz so gut. Und dann ist was passiert. Jemand hat ein anderes Essen von mir gegessen, hat gesagt, das Essen ist zwar nicht so toll, aber die Soße ist gut. Und das machen wir heute, die Soße mit den Pilzen. So, und wir haben eine Neuerung heute. Ich werde heute wieder meine GoPro einsetzen. Und die setze ich mir jetzt auf den Kopf. Das sieht jetzt komplett bescheuert aus wahrscheinlich. Ja, das sieht komplett bescheuert aus. Aber wisst ihr was, das ist mir egal, ob das jetzt bescheuert aussieht oder nicht. Ihr werdet heute auf jeden Fall auch mal ein bisschen so meine Küche zu sehen bekommen von der anderen Seite, also die ganze Scheinwerfer und so weiter. Aber jetzt legen wir los. Wir machen heute Backofenpilze und glaubt mir, ihr wollt sie essen, die schmecken hammergeil. So, was braucht man denn alles für die Backofenpilze? Wir haben also, ich habe ein paar Riesenchampignons gekauft aus der Zucht, ein paar braune, ein paar weiße. Ja, die kann man natürlich auch woanders herholen. Ich habe es halt aus dem Supermarkt, was anders ist nicht gegangen. Dann brauchen wir wieder einen Vollrohrzucker. Ich fange jetzt mal von links an. Ich habe eine Paprika gekauft, ein bisschen an Kümmel, zwei Zwiebeln, ein bisschen an Knoblauch, ein bisschen an Ingwer, eine Bio-Zitrone, die ist bereits gewaschen, ganz wichtig, Bio-Zitrone. Dann ein paar Karotten. Da brauchen wir ein bisschen an Apfelessig, ein bisschen an Erdnussöl, eine Aubergine und eine Zucchini. Dann haben wir noch ein bisschen von dem Hanföl. Von dem Hanföl, das ist ja in meinem Ölvideo, habe ich das ja mal behandelt. Das ist meiner Meinung nach, also ich liebe es, kann ich gar nicht anders sagen. Pfeffer, Salz und wir machen eine, ich habe heute vor, eine vegane Version und eine vegetarische Version und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Der Käse war noch bei mir im Kühlschrank gelegen und wegschmeißen willst du ja auch nicht. Ich mache ja gerade eine Diät, ich specke gerade ab, das heißt, ich esse nochmal keinen Käse. Meine Freundin ist schön rank und schlank, deswegen kriegt die Käseversion. Wir legen los, indem wir die Pilze erstmal putzen. Und zwar mache ich das immer wie folgt. Du nimmst die Pilze aus der Packung, da ist ein bisschen Erde drauf, das sieht man hier, dann habe ich so einen kleinen Pinsel und dann zack, runter, dann fertig. Also da braucht ihr jetzt auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Ja? Einfach nur die Erde wegmachen. Auf keinen Fall die Pilze abwaschen. Wenn ihr die Pilze geputzt habt,
dann schaut, dass ihr mir den Stumpf vorsichtig rauszieht. Da muss man ein bisschen, ja, mit Gefühl vorgehen, aber hier ist es jetzt ganz gut gegangen. Von dem Stumpf schneide ich ein bisschen was hinten weg, ein paar Millimeter. Das geht bei mir im Bioabfall. Und den restlichen Stumpf, den hebe ich auf, den brauchen wir noch für was anderes. So, dann gehe ich her und schneide mit dem Messer hier innen am Pilz ein bisschen auf. Einfach nicht viel wegschneiden, damit ihr nachher, wenn ihr den Pilz füllt, da richtig schön auch was hineinbekommt. Und wenn ich das jetzt habe, seht ihr hier schön, ja, dann lege ich den ganz normal auf ein Backblech. Was ist eigentlich, wenn ein bisschen Erde an den Pilzen dran hängen bleibt? Wird sich jetzt vielleicht der ein oder andere fragen. Da möchte ich doch bitte meinen Opa zitieren, der früher mal gesagt hat, Dreck reinigt den Magen. Ich habe ja extra auch kleine Pilze gekauft, um euch zu zeigen, dass man keine Riesenchampignons zwingend braucht. Wenn ihr also keine bekommt, könnt ihr das auch mit ganz normalen Champignons machen. Jetzt kommt Stufe 2. Und zwar schneiden wir das Gemüse klein. Ihr tut euch selbst einen Gefallen, wenn ihr die Würfel der Arbeit entsprechend natürlich möglichst klein macht. Die Zwiebeln schneidet man natürlich auch klein. Das ist jetzt ein echter Vorteil, dass ich die GoPro auf habe. Da sieht man nicht, wie meine Augen tränen. Die Aubergine, die schäle ich zum Schluss. Weil die wird relativ schnell braun und das will ich vermeiden. So, ist der ganze Klumper jetzt schön klein gemacht. Nehme ich das Erdnussöl da ich gerade am Abspecken bin, minimale Menge. So. Auf die Pfanne. Auf den Herd. Vollgas. So. Während das Gemüse jetzt hinten in der Pfanne kurz und knackig angebraten wird, ich will es nicht durchbraten, deswegen dürft ihr da auch ruhig Vollgas geben, machen wir uns eine kleine Menge Karottensaft. Ach, wisst ihr was? Was soll der Geiz? Wir machen alle. Der einzigste Scheiß dabei ist immer die Saftpresse wieder sauber zu machen. Schatzi! Dann habe ich hier meinen Zerkleinerer, ich habe mal einen neuen gekauft, mal sehen, wie der funktioniert. Ich nehme die Bio-Zitronenschale einer halben gewaschenen Bio-Zitrone. Ein Stück Ingwer, Knoblauch nehme ich 3 Zehen und zum Schluss habe ich hier noch einen frischen Thymian gekauft. Geil! Dann nehme ich jetzt die Hälfte von dem Strauch, nehme ich komplett weg. Und dann machen wir das klein. Jetzt wird es auch langsam Zeit, den Backofen vorzuheizen. 180 Grad oder 160 Grad Umluft. In diesen Sud tun wir dann ein bisschen an Kümmel rein, damit ihr seht, was ich unter ein bisschen meine. Das ist ein bisschen. Ungefähr 2 gehäufte Teelöffel Zucker, bei mir ist es wie immer Vollrohrzucker. Eine gute Portion Pfeffer, leider brauchen wir halt ein bisschen Salz auch, einen Teelöffel Salz tun wir rein. Nicht viel, nur einen Teelöffel, das Ganze kurz auf den Herd. In der Zwischenzeit nehme ich schon mal den Feta und gieße den ab. Den mache ich schon immer in der Packung klein. Die Veganer unter uns lassen den Käse jetzt natürlich einfach nur weg. Den Sud hinten lassen wir nicht kochen, sondern wir lassen den kurz sieden. Und während der sich erhitzt, nehmen wir das Kleine aus der Pfanne und befüllen unsere Pilze. Ihr dürft mir mit dem Löffel ruhig das richtig reindrücken. So, wenn ich mich jetzt nicht täusche, dann ist die Soße jetzt perfekt durchgezogen. Jetzt tue ich in die Soße noch ein Schluckerl Essig mit rein.
nur ein Schluckerl und ein Schluckerl von meinem guten Hanföl. Umrühren und das gebe ich jetzt über die Pilze drüber. Ach, Freunde, ihr glaubt mir das nicht. Karottensaft mit ein bisschen Gewürze. Heiß gemacht. Habt ihr das schon mal gemacht? Habt ihr das schon mal irgendwo gesehen? Sowas kriegst du echt nur hier. Haut's am Vogel raus. Leute, probiert es mal aus. So, Freunde. Wir haben Salz drin, wir haben Sauer drin, wir haben Bitter drin und wir haben Süß drin. Und wir haben ein Umami drin. Dieses Essen umfasst all unsere 5 Geschmacksempfindungen. Und ich verspreche euch, das hat das Potenzial, um euer Lieblingsessen zu werden. Macht's mal nach. So, Freunde, jetzt wird angerichtet. Euer neues Lieblingsessen. Was soll ich sagen? Ich sage danke fürs Zuschauen. Schaut mal auf den Webseiten vorbei, was mein Buch angeht, und ich hoffe, ihr bleibt mir trotzdem alle treu, auch wenn ihr wisst, dass ich schlimme Filme mache. Ciao! Das rein, du das rein, du das rein, du das rein, was von dem rein, ein bisschen was von dem und ein bisschen was von dem. Okay! Ich bin heute ja richtig aufgeregt. Ach so, siehst du? Nee, halt, da ist er. Okay, der Thymian. Da ist er ja, der Thymian. Hallo Freunde, herzlich mal wieder am Arsch, ne? So, also. Ich muss mich jetzt in allererster Sekunde bei euch gleich mal entschuldigen dafür, warum, ne? Mach's kurz und knackig.